Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein Rezepte-Video und endlich mal wieder eins aus der Aus-1-Macht-3-Serie. Im Grunde genommen ist es nicht wirklich eins, weil ich benutze einmal Mandelbutter und einmal Erdnussbutter, aber es dreht sich halt um das Thema Nussbutter. Ihr könntet auch für alle Rezepte entweder Mandelbutter oder Erdnussbutter verwenden, also es geht genauso gut und Nussbutter ist einfach so gesund für euch. Es gibt so viele Vorteile, Nussbutter zu essen. Ich verlinke euch auch mal unten so einen Artikel darüber, was alles die Vorteile von Nussbutter sind. Guckt euch das unbedingt mal an. Man denkt immer so, die sind ziemlich teuer. Es ist auch wahr, deswegen würde ich euch empfehlen, immer größere Packungen zu holen. Also zum Beispiel, wenn ihr schon 100 Mal Erdnussbutter gegessen habt oder schon 100 Mal Mandelbutter gegessen habt und ihr wisst, dass sie euch schmeckt, dann holt euch einfach, beispielsweise im Internet, eher diese großen Packungen, weil dann ist es wesentlich, wesentlich günstiger. Ich habe auch hier jetzt große Packungen von Meridian. Das ist eine Marke aus UK, also aus England. Ich hatte diese Marke schon ziemlich oft bei britischen YouTubern gesehen und war super neugierig drauf. Ich muss sagen, dass mir speziell die Erdnussbutter und die Mandelbutter, ich habe noch mehr von Meridian hier bei mir, unglaublich gut schmeckt. Ich finde, sie schmecken viel besser als diese klassischen von Alnatura, die ich früher immer hier hatte. Sie schmecken fast so gut wie die aus Amerika. Ich muss sagen, so Nussbutter in Amerika schmeckt nochmal ein bisschen besser. Aber die sind richtig, richtig lecker. Und ja, falls ihr dabei seid, eure Ernährung etwas umzustellen, alles ein bisschen gesünder zu machen, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Ich würde mich riesig über einen Daumen hoch freuen und falls ihr die Rezepte nachmacht, schickt sie mir gerne auf Instagram. Es tut mir übrigens voll leid, manchmal sehe ich die Bilder nicht, die ihr mir schickt, weil ich nicht oft in dieses Direktnachrichtenfeld gehe. Weil ich weiß nicht, was bei mir in Instagram falsch ist. Ich kriege halt nicht immer Benachrichtigungen, wenn ich eine neue Direktnachricht habe. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich das nicht kriege, wenn ich mit den Leuten, also wenn ich den Leuten nicht folge. Ich weiß nicht, was es ist, aber manchmal reagiere ich einfach voll spät und es tut mir wirklich leid, weil ich mich einfach jedes Mal so über eure Bilder freue. Ich kann es einfach gar nicht in Worte fassen, wie cool es ist, wenn ich sehe, dass ihr das nachmacht und es euch schmeckt. Und ja, ich will gar nicht so viel reden. Ich rede immer so viel am Anfang. Naja, los geht's mit dem Video. Das erste Rezept ist auch mein Lieblingsrezept. Dafür brauchen wir eine Banane, etwas Mandelbutter, Backkakao, ein Süßungsmittel eurer Wahl. Ich nehme wie immer meinen Agaven- und Ahornsirup und eine Scheibe Vollkorntoast. Wir beginnen damit, dass wir das Backkakao mit etwas Wasser mischen und dann verrühren. Wenn ihr heißes Wasser nehmt, klappt es noch besser, aber mit kaltem Wasser habe ich auch gemacht. Es hat auch gut geklappt, ihr müsst nur ein bisschen länger rühren. Und dann wollt ihr wie so eine etwas flüssigere Paste daraus kriegen, so wie hier auf dem Bild. Und dann gebt ihr einen Esslöffel von der Mandelbutter hinzu. Das reicht für zwei Toast, würde ich so sagen. Falls ihr die Mandelbutter aufmacht und da so eine Fettschicht oben drüber schwimmt, ist absolut nicht schlimm. Das ist ganz normal, das setzt sich einfach ab. Dann müsst ihr das vermischen und dann eben einen Esslöffel von der Mandelbutter in eure Kakaowassermasse geben und dann alles noch süßen, je nachdem wie süß ihr das mögt, mehr oder weniger. Ich liebe es, wenn meine Nutella so ein bisschen dickflüssiger ist, deswegen habe ich sie so gemacht. Wenn ihr das nicht mögt, dann tut einfach noch ein bisschen mehr Wasser rein und dann wird sie halt so richtig, ja, so ganz normale Nutella-Konsistenz eben. Und das werde ich jetzt gleich auf meinen Toast schmieren. Und weil ich nicht genug von Süße kriegen kann, kommt dann auch noch etwas Banane oben drüber. Deswegen werde ich mir jetzt eine Banane nehmen. Ich brauche nicht die ganze Banane, ich brauche circa eine halbe Banane. Werde sie in Scheiben schneiden und dann diese Scheiben auf mein Toastbrot tun. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich mag nur Toast getoastet und deswegen habe ich auch in diesem Fall meinen Toast getoastet, obwohl er hier nicht wirklich braun war. Aber nun gut, das hat mir schon gereicht und jetzt werde ich meine gesunde Nutella drauf verteilen. Wenn ich das sehe, kriege ich schon wieder Lust drauf, weil es einfach so lecker ist. Und ja, meine Bananenscheiben auch noch drauf verteilen. Und das war schon, ich hatte noch nicht mal das Endbild gefilmt und ich musste schon abbeißen, weil ich das einfach so lecker finde. Und ja, so sieht es am Ende aus. Probier es aus, super einfach, super lecker. Die Overnight Oats sind auch richtig klasse und super lecker. Dafür brauchen wir Haferflocken, wieder etwas Banane, Mandelbutter, Agaven-Ahornsirup und Wasser. Und das ist mein Go-To-Overnight-Oats-Rezept, weil es einfach so lecker ist. Und vor allem diese Mandelbutter, die hält euch echt
verdammt lange satt. Also die macht nochmal einen richtigen Unterschied. Und im Grunde genommen mischen wir einfach alles zusammen, wie immer bei Overnight Oats. Ihr müsst halt ein bisschen mehr in diesem Fall rühren, damit die Mandelbutter sich halt gut auflöst und damit halt alles dann also gleichmäßig nach Mandelbutter schmeckt, weil sonst ist es blöd, wenn dann ein Stück pure Mandelbutter ist und das andere gar nicht. Und ich finde, obwohl die Mandelbutter halt nicht gesüßt ist, macht sie das Ganze doch schon sehr reichhaltig und süß. Also ich würde gar nicht zu viel Süßungsmittel reintun. Das gebt ihr jetzt einfach in deine Tupperbox und stellt das über Nacht in den Kühlschrank. Am nächsten Morgen sieht es so aus. Super, super lecker, sage ich euch. Ich esse es am liebsten mit Blaubeeren und Banane, aber das ist jedem selbst überlassen. Und das nächste Rezept sind Regenbogen Spring Rolls. Kann ich das ganze Jahr über essen. Dafür brauchen wir Erdnussbutter, Reispapier, etwas Chili, Knoblauch, Ingwer, Salat, Avocado, Gurke, Mango, Karotte, Paprika, etwas Kokosblütenzucker. Ihr könnt aber auch ein anderes Süßungsmittel nehmen und Sojasauce. Das waren jetzt sehr viele Zutaten, aber die Zubereitung ist super einfach. Im Grunde genommen müsst ihr nur euer ganzes Gemüse und die Mango nehmen und die Avocado, weil Avocado ist ja eigentlich auch ein Obst. Und sie in Stifte schneiden. Ich glaube, jeder weiß, wie es geht. Ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich mag keine Gurke, schmeckt nach nichts, könnt ihr die Gurke auch weglassen oder durch irgendwas anderes ersetzen. Oder zwei Arten Paprika beispielsweise nehmen. Das ist egal, aber schneidet die Sachen halt eher nicht in Würfel, sondern in so Stifte, weil es dann viel einfacher zum Rollen ist. Das ist jetzt die fertige Gemüse-Obstplatte und jetzt können wir uns auch schon ans Rollen begeben. Ich habe auf einen Teller etwas warmes Wasser und ich werde jetzt meine Reispapierrollen, ja, 10-15 Sekunden reinhalten. Und dann fange ich auch schon an, sie zu rollen. Am besten habt ihr ein Holzbrett und es angefeuchtet, weil darauf geht es einfach am allerleichtesten. Die ersten ein, zwei Summer Rolls können vielleicht etwas schief laufen, weil man einfach so ein bisschen Übung beim Rollen braucht. Aber es sind halt auch wie Burritos. Wenn man die ersten zwei macht, dann hat man irgendwann den Dreh raus und dann klappt es schon. Hier seht ihr, wie ich sie mache. Also mein erstes wurde auch nicht perfekt. Wenn es einfach nicht klappt, dann das Ding, was raussteht, einfach nur reinstecken. Ich bin so vorgegangen, dass ich erst ein bisschen Salat draufgegeben habe, dann Karotte, Gurke, Paprika, Mango und Avocado und das habe ich dann zusammengerollt. Für die Soße habe ich etwas Wasser mit Erdnussbutter. In diesem Fall hatte ich Crunchy Erdnussbutter, weil ich das super lecker finde, wenn bei Erdnussbutter noch so ein bisschen Stückchen drin sind. Egal, ob ich das süß oder herzhaft esse, finde ich das richtig lecker. Wie auch bei der Mandelbutter, das gilt eigentlich für alle Nussbuttersorten. Oben wird immer so ein Fettfilm schwimmen, also rührt es einfach gut um und dann merkt ihr gar nichts mehr davon. Das habe ich auch hier gemacht. Und dann einfach 3 Esslöffel davon zum Wasser hinzugeben. Und jetzt kommt gleich auch noch etwas Sojasauce hinzu und dann noch der Zucker. Und das werden wir dann alles gut mischen und dann habt ihr eine super leckere Soße. Natürlich habe ich gekleckert, wie immer. Wie könnte es anders sein? Und nachdem ihr ordentlich da rumgeshakt habt, habt ihr so eine super cremige Soße, die so lecker ist. Ihr könnt sie noch verfeinern, entweder mit Ingwer oder mit Knoblauch. Ich nehme in diesem Fall Chili, weil ich sehr gerne scharf esse und finde, dass es gut dazu passt. Wenn ihr Sriracha habt, könnt ihr auch einfach wie so ein Gitter oben drauf machen. Und jetzt werde ich meine Summer Rolls aufschneiden. Nehmt dafür am besten euer schärfstes Messer, was ihr habt, weil sonst zerstört ihr sie. Und so sind sie von innen aus super lecker, erinnern mich sehr an einen Regenbogen. Deswegen habe ich sie auch so genannt. Und ja, die tauchen wir jetzt einfach in die Erdnussbutter ein. Ich halte die jetzt so komisch, weil ich Angst hatte, dass mein Gemüse rausfällt, obwohl total unnötig. Und die waren so lecker, sage ich euch. Ich wollte sie eigentlich so als Snack für 2-3 Tage aufbewahren. Ja, so viel dazu. Sie waren einfach weg an einem Tag, weil ich sie morgens bis abends die ganze Zeit so gesnackt habe. Die waren so lecker und vor allem sind sie auch wirklich gesund. Ich hoffe, dass euch diese Rezepte auch wieder gefallen haben. Falls ja, guckt auf Instagram bei mir vorbei, schickt mir die nachgemachten Rezepte. Ich würde mich riesig drüber freuen und bis zum nächsten Mal.